Hi, wir gucken uns heute die verschiedenen Kochboxen an. Mit dabei ist Lidl Kochzauber, Marley Spoon, HelloFresh und Kochhaus. Wir werden darauf achten, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis ist und versuchen, den Geschmack möglichst objektiv zu bewerten. Los geht's mit Lidl Kochzauber. Als erstes im Bild seht ihr hier die Packliste. Da waren alle Zutaten und teilweise auch die Herkunft der Zutaten aufgelistet. Die Zutaten waren allerdings nicht nach Rezept in Tüten sortiert, sondern einfach wild durcheinander. Das heißt, man musste so ein bisschen zusammensuchen, was zu welchem Rezept gehört. Wir haben jetzt da gekocht Hähnchen Parmigiana, teilweise mit Lidl-Produkten, die man so auch im Laden findet, teilweise aber auch Produkte, die man so jetzt direkt nicht im Markt findet. Bio war davon aber allerdings nichts. Auf der Produktverpackung findet ihr dann auch die Allergene. Die waren da einfach aufgelistet, sodass ihr da euch keine Sorgen machen müsst und einfach gucken könnt, was passt. Die Plastikverpackungen waren teilweise ein bisschen zu viel, zum Beispiel die Kräuter, die ihr da im Bild seht. Vorausgesetzt wird bei den ganzen Rezepten Butter, Salz, Pfeffer, Zucker und Olivenöl. Ihr seht es gerade, wir haben keine Reibe zur Hand gehabt für den Käse, da kann man also auch einfach mal eine Gabel benutzen. Die Portion war ziemlich groß, da ist noch was übrig geblieben bei zwei Leuten und die Zeit hat auch gepasst. Weiter geht's mit Marley Spoon. Hier waren die Rezepte direkt praktisch in drei Tüten vorsortiert, das heißt, man musste nichts mehr zusammensuchen. Nur die gekühlten Sachen waren natürlich nochmal in einer extra weißen Tüte, die ihr da seht. Die Verpackungen waren auch hier wieder recht plastiklastig, aber die Champignons immerhin bio. Vorausgesetzt wird hier Öl, Pfeffer, Salz und Mehl. Das heißt, das solltet ihr zu Hause haben, wenn ihr bei Marley Spoon bestellt. Die Zeitangaben stimmten auch hier wieder. 30 Minuten sollte das schnelle Kalbsgeschnetzelte dauern und das hat auch ungefähr hingehauen. Für zwei Personen hat es auch locker gereicht, da blieb auch noch ein bisschen übrig, also auch wieder hier die Portionsgröße gut bemessen. Weiter geht's mit dem wohl bekanntesten Anbieter HelloFresh. Auch hier waren die Rezepte vorsortiert in einzelnen Tüten und farblich markiert. Das heißt, hatte das Rezept eine grüne Markierung und die Tüte, dann passt das zusammen. Die Milch war sogar fair produziert, aber das war auch das Einzige, sonst keine Bioprodukte oder fairen Produkte. Das Verpackungsmaterial war ein bisschen besser. Die Champignons hatten zum Beispiel nur eine Pappschale, aber auch wieder eine Plastikumverpackung. Die Nudelfanne mit Zitronengras hier im Bild, 25 Minuten sollte sie brauchen, das hat ungefähr gepasst. Und für zwei Personen blieb da auch noch einiges übrig. Allerdings, die ganzen Basiszutaten, die HelloFresh vorausgesetzt hat, waren ein bisschen viel. Kommen wir jetzt noch zu Kochhaus. Auch hier waren die Produkte nicht vorsortiert, sondern man musste sich die wieder ein bisschen zusammensuchen, wie bei Lidl am Anfang. Dafür war hier gefühlt am wenigsten Plastik vorhanden bei den ganzen Verpackungen. Das lag vor allen Dingen daran, dass recht viel Gemüse mitgeliefert wurde, was einfach ohne Verpackung kam. Aber leider wieder kein Bio-Fleisch oder kein Bio-Gemüse. Die Bärlauch-Schweinefilet in Voltini, die wir da gerade kochen, sollten ca. 40 Minuten dauern, haben 50 bei uns gedauert, was aber immer noch im Rahmen ist, finde ich. Die Portionsgröße war für zwei Personen ausreichend, da blieb aber nicht so viel übrig wie bei den anderen Kochboxen. Allerdings auch hier wieder die Grundzutaten, die vorausgesetzt werden, sind auch bei Kochhaus wie auch bei HelloFresh wieder ein bisschen, ja, over the top, ein bisschen viel gewesen. Dazu auch im Fazit wieder mehr. So, nachdem ihr jetzt hoffentlich etwas Hunger bekommen habt und gesehen habt, wie schlecht oder gut Julian und ich kochen können, möchte ich euch jetzt noch ein bisschen was über die einzelnen vier Kochboxen erzählen und was wir da für Erfahrungen gemacht haben. Beginnen tun wir mit Lidl Kochzauber. Da kommt ein schöner Umschlag mit in der Box, wo dann die Rezeptkarten drin sind. Die sehen so aus. Und auch eine Lieferliste, wo dann nochmal aufgeführt ist, was alles an einzelnen Produkten mit da drin ist, auch mit Herkunftsland. Das hatte so ausführlich kein anderer Anbieter und auch so übersichtlich. Und hier steht auch noch nummeriert 1, 2, 3, was man denn zuerst kochen sollte, damit das möglichst frisch bleibt. Das heißt, man fängt hier mit dem Hähnchen an. Dann auf den einzelnen Rezeptkarten ist vorne drauf immer das Bild, Zeit und für wie viele Personen. Und auf der Rückseite dann, leider nicht bebildert die Anleitung, bei allen anderen Anbietern ist das bebildert. Hier einfach in Schritten, aber mit Nährwertangaben. Das heißt, ihr könnt immer direkt gucken, wie viel Kalorien hat sowas. Die Rezepte waren immer recht easy, das war jetzt auch nichts zu ausgefallenes. Die konnte man sich nicht vorher aussuchen, bei allen anderen Anbietern stehen immer ein paar Rezepte zur Auswahl. Preislich lag das Ganze bei 37,99 € für die Box für zwei Personen mit drei Gerichten pro Woche. Kommen wir zu Marley Spoon.
Das war der zweite Anbieter, den wir getestet haben. Da gibt es ein bisschen mehr an Papier und an Infomaterial. Einmal eine schöne handgeschriebene Karte, dass man ja herzlich willkommen ist bei Marley Spoon. Dann noch relativ viel Info, ein Booklet, so ein kleines, einfach über die Firma und über die Nachhaltigkeit. Und natürlich die drei Rezeptkarten. Die sind ein bisschen größer und ein bisschen schöner gestaltet. Vorderseite ganz normal, noch mit ein bisschen Info zu dem Gericht, was man macht. Und dann die Rückseite schön bebildert mit den einzelnen Schritten. Und auch hier sind dann noch die Allergene. Das hat uns so mittelmäßig geschmeckt, war ein bisschen ausgefallener teilweise die Rezepte, auch die wir zu Hause hatten. Also das hier war ja ein easy geschnetzeltes. Preisig liegt ihr bei Marley Spoon bei drei Gerichten für zwei Personen pro Woche bei 42,90. Das ist 9 Cent günstiger als HelloFresh, also ziemlich gleich auf. Kommen wir nun zum bekanntesten Anbieter von solchen Kochboxen in Deutschland, HelloFresh. Da kriegt man erstmal einen Umschlag mit ein bisschen Gutscheinen und Codes zu Partnern Outfittery Mr. Spex, sicherlich ganz nett. Dann ein sehr dickes Booklet, was euch überzeugen will und soll, dass HelloFresh einfach der King ist, wenn es um Kochboxen geht. Also hier stehen ganz viele Infos zu Kochboxen, zu HelloFresh im Speziellen drin und wer da alles hintersteckt auch. Immer dabei sind die Fresh News. Da drin verstecken sich dann auch die Rezeptkarten und auch immer noch ein neues Rezept, einfach so als Inspiration und noch ein paar Tipps und Tricks. Die Rezeptkarten sind ähnlich gestaltet wie bei Marley Spoon. Vorne das fertige Produkt, sage ich jetzt mal. Hier dann noch die Zutaten, noch ein paar Infos und wie lange das Ganze dauern soll, 25 Minuten. Und ob es Veggie ist zum Beispiel, steht hier noch, welche Schwierigkeitsstufe es hat und auch bei diesem Rezept steht hier noch Tag 1 bis 5 dabei. Das sagt uns dann halt, man sollte es am 1. bis zum 5. Tag, nachdem man die Box bekommen hat, kochen. Auf der Rückseite dann wieder schön bebildert, in einzelnen Schritten, immer in 6 Schritten, wie man das Ganze zubereitet. Und hier oben dann noch die einzelnen Zutaten, wie viel Gramm und so weiter und auch die Nährwertangaben und auch die Allergene sind hier direkt aufgelistet. Negativ aufgefallen bei HelloFresh ist uns aber, was die voraussetzen an Basiszutaten, die man zu Hause haben soll. Klar, man kann vorher online nachgucken, aber hier wird zum Beispiel Balsamico-Essig und am krassesten fanden wir Rinderbrühe, Rinderbouillon vorausgesetzt, dass man die einfach zu Hause hat. Wenn man mal beim Rewe reingeht, die ist gar nicht so günstig, dass man, wenn man die neu kauft. Und bei einer Box, die eh schon über 40 Euro kostet und wo eigentlich alle Zutaten ja dabei sein sollten, das ist ja der Selling Point, dass man nicht mehr so viel kaufen muss, da finden wir das schon ein bisschen ungeil. Gleiches gilt auch ein bisschen bei Kochhaus. Da wird zum Beispiel Balsamico, dunkler Balsamico und Weißweinessig vorausgesetzt. Das ist, finde ich, nicht ganz so schlimm wie Rinderbrühe, aber hat auch nicht unbedingt jeder zu Hause. Auch bei Kochhaus speziell zu erwähnen, was nur dazu trifft, die haben verschiedene Preise. Entweder ihr seid in einer Kochhausstadt, habt Glück, zum Beispiel Köln, Berlin, Frankfurt, Münster und Hamburg zum Beispiel noch und München auch, dann zahlt ihr nur den normalen Preis, also 42,90. Wenn ihr allerdings nicht in einer dieser Städte wohnt, dann zahlt ihr 49,90. Also seid da schon mal eben 7 Euro teurer für die Box. Dann aber zu den Gerichten selber. Die sind hier auf solchen Rezeptkarten vorgesehen. Die sehen ein bisschen anders aus, aber auch schön designt. Und hier wird dann immer noch was Wissenswertes auch erzählt zum Produkt und immer noch ein Wein empfohlen, natürlich von Kochhaus selber. Die Anleitung dann selber sehr schön bebildert, auch wieder in 6 Schritten. Nur hier fehlen leider die Allergene und die Nährstoffangaben. Allerdings muss man sagen, die Rezepte haben uns hier am besten gefallen. Man hat 18 zur Auswahl, aus denen man wählen kann, auch Suppen, Vorspeisen, Nachspeisen, Hauptgerichte, alles Mögliche dabei. Und das war einfach am leckersten. Für uns subjektiv natürlich, aber das fanden wir am leckersten. Wir haben auch natürlich Kollegen probieren lassen und die waren insgesamt auch der Meinung, dass Kochhaus einfach am geilsten geschmeckt hat. Für uns also Platz 1 hier Kochhaus, weil geschmacklich am besten und darum geht es nun mal am meisten, wenn man Essen sich liefern lässt. Und das ist es ja quasi, auch wenn man es noch selber kochen muss. Wer in einer Kochhausstadt wohnt, dann auf jeden Fall ist unsere Empfehlung Kochhaus. Wer nicht in einer solchen Stadt wohnt, der muss selber entscheiden, ob es die 7 Euro oder teilweise noch mehr Aufpreis wirklich wert sind. Je nachdem, welche Konfiguration man da wählt, können das auch nochmal mehr Aufpreis sein. Platz 2 wäre dann für uns HelloFresh.
weil es auch sehr gut geschmeckt hat und die deutschlandweit zum gleichen Preis liefern. Das heißt, da müsst ihr nicht auf eure Stadt achten. Und Platz 3 und 4 sind irgendwie gemischt mit Marley Spoon und Lidl Kochzauber. Lidl Kochzauber hat natürlich den Vorteil, dass man hier am günstigsten wegkommt mit 37,99 für die Box. Und hier natürlich der Durchschnittspreis von 42,99. Deswegen vielleicht sogar eher zu Lidl greifen, wenn man sparen will. Und trotzdem war das Essen nicht schlecht. Das war es eigentlich bei keiner Box so wirklich. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr selber so eine Box benutzt habt schon mal. Oder ob ihr vielleicht sogar Abonnent seid oder nur mal so eine Testbox ausprobiert habt. Und was euch dann am besten geschmeckt hat, wenn ihr schon mehrere probiert habt, guckt gerne auch mal in den Magazinartikel, der ist auch in der Beschreibung unten verlinkt. Darunter könnt ihr auch gerne mal ein Like da lassen und kostenlos abonnieren. Und das war's fürs Erste. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ciao.